Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed. Ich bin das Item Smurfix. So, wir müssen jetzt erstmal in eine Stadtviertel. Ich weiß nur gerade leider nicht welches. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Da sieht's gut aus. So, wir haben ein neues Ziel und zwar, schauen wir kurz nach. Wird uns nicht angezeigt, das finde ich natürlich cool. So, wie heißt er denn? Damaskus, das haben wir doch schon alles abgeklärt, Mann. Wilhelm war es doch, oder? Genau, Wilhelm von Montreal. Wir sind nach Akkon gegangen und hier geht's leider nicht lang. Das ist doof. Und unser insgesamt viertes Ziel steht jetzt voran. Ne, fünftes. Ah, unser fünfter Mord steht dann hier voran. Der zweite hier in Kapitel Nummer 4. Oder nee, warte, das ist schon der fünfte. Ich hab meinen Überblick verloren. Jetzt muss ich noch ganz kurz schauen, wo ich jetzt langlaufe. Ich laufe in die falsche Richtung, fällt mir ganz auf. Eigentlich will ich dahin. Aber nun gut. So, den haben wir jetzt einfach ganz gnadenlos hier niedergesteckt, Mann. Unser Ziel ist es jetzt erstmal wieder Informationen zu bekommen. 3 Nachforschungen müssen wir machen, das sehen wir hier oben wieder. Und 6 haben wir wieder insgesamt. Okay, wir werden jetzt hier wirklich straightforward durchgehen. Also, Akkon, na, das ist keine Stadt, wo ich gerne mich lange aufhalte. Hau ab, Junge. Ach. Ich hätte mich eigentlich, wollte ich jetzt auf den drauf hüpfen hier mit meinen Klingen, aber so lange wie der der alte hier braucht man, da ist es nicht so leicht. Wollt ihr aufhören nachzuspawnen? Ihr schafft's doch eh nicht, Mann, mich zu besiegen. Hey, ihr habt schon, ich habe Leute wie euch schon getötet, da war ich noch nicht mal geboren. Wie kann das dann sein, dass ich da schon welche getötet habe? Ich weiß es nicht. So, langt dir das jetzt? Ah, das sind die schönsten Tode. So. Naja, ich habe kein Opfer, die hatten ein Opfer. So, okay, danke schön. Kommen wir den Partisanen. Ja, darf ich weiter? 7 von 12. Und trotzdem ist irgendwie die Karte nicht mal annähernd voll. Das finde ich merkwürdig. So, aber eine Nebenaufgabe müssen wir ganz dringend noch machen. Dann haben wir erstmal wieder einen schönen Synchronitätsbalken. Jetzt haben wir inzwischen langsam mehr Synchronitätsbalken als Altair, bevor das Spiel angefangen hat. Servus, mein Freund. Ach, er lebt! Oh, ist das doof. So, jetzt müssen wir schauen, ob hier der Bezirk auch abgesperrt ist, aber das dürfte jetzt nicht der Fall sein. So, weil das sonst, muss ich sagen, weiß ich langsam, wo es lang geht. So, darf ich? Darf ich? Dankeschön. Jetzt darf man nicht mal mehr auf Dächern rumklettern. Was für eine Welt leben wir? In keiner guten. So. Jetzt sind wir hier auf dem richtigen Pfad zumindest. Schau, ich visiere sie nur an und jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen näher rangehe, sodass ich auf sie draufhöpfen könnte und sie nur anvisiere, dann sagen sie sofort, hey, der ist böse. Spüren die dann. Steig an! Dabei habe ich eigentlich noch nichts Verdächtiges gemacht. Wer sagt, dass ich die nicht gewinnen kann, mein Freund? Oh Gott, like F, was ist da los? Leute, Mann, was habe ich da? Was habe ich da bei mir für Kombos losgelassen, Mann? Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Das bin ich ja echt nicht gewohnt. So, okay, neue Partisan. Ja, lasst mich weiter. Jetzt, ich bin immer noch nicht in dem Bezirk, wo ich hin muss. So, aber hier sperrt es nicht ab. Das ist ein gutes Zeichen. So. Das heißt also, wir sind hier richtig. Gut, jetzt müssen wir uns erstmal hier einen Aussichtspunkt suchen. So, das sieht gut aus. Da haben wir schon den ersten. Als allererstes... Was willst du denn von mir? Kommt nicht näher. Wo bist du? Aus dem Weg.
wir irgendwo stecken. Findet ihn! Lasst ihn nicht entheilen! Alter, sie wollten mich runterschmeißen. Wo ist jetzt der Bürger, den ich retten soll? Ich will doch nur einen Bürger retten, Mann. Eigentlich nicht, aber nur gut. Wenn sie sagen aber, sie sollen keine Schlacht führen, die man nicht gewinnen kann, wieso kämpfen sie dann gegen mich? Eine gute Frage. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Habe ich gern gemacht. Und ja, das musst du mir nicht zeigen, ich weiß schon. Jetzt kommen wieder die Partisanen. So, 9, also es werden immer weniger, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah, sie waren an der Leiter. Er ist an der Leiter, deswegen waren sie so schnell bei mir. Kannst du auf die Leiter gehen? Alter, er kann nicht auf die Leiter klettern. Alter, ihr heute hast schon wieder einen deiner lustigen Tage. Nun gut, ist mir wurscht, denn ich habe hier meinen Aussichtspunkt. Und dann können wir hier uns mal erstmal umschauen. Und ich wette, da hinten in die Festung müssen wir am Ende rein. Immer wieder muss ich sagen, definitiv eins der Highlights des Assassin's Creed Universum. Die Aussichtspunkte. Immer wieder ist es großartig, hier mit anzusehen. So, wir kümmern uns erstmal um den Informant. Und dann schauen wir weiter. So, da muss ich aber eh in die Richtung. Dann gehen wir da lang, oder? So, wollen wir einfach mal... Ah, nee, warte, wir reden mit dem und dann. Dann labern wir ein bisschen Kava wieder. Mein Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe... ...verholen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Wieso muss ich sie eigentlich heimlich eliminieren, ist der Wurscht? Die wissen ja, wen sie töten wollen. Denke ich jetzt mal. So, okay, hier müssen wir uns konzentrieren bei diesen Aufgaben, weil die sind ein bisschen nervig. Er würde so etwas Verwerfliches tun. Alter, der war direkt hinter mir und hat das nicht gemerkt. Alter, wenn du mich anfällst, du dummer Betrunkener, Mann. So, erst kommen die Behinderten und jetzt kommen die Alkoholiker. Ist auch nicht besser. So. Hm. Alter, was ist los? Ich verstehe das nicht, Mann. Wieso setzt mein Gamepad nicht mal aus? Jetzt setzt irgendwie die Steuerung aus, Mann. Jetzt setzt alles aus, Mann. So, den da hinten müssen wir uns schnappen. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen? Ja, geil, Leute. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Geh weg, Vibe. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch. Was zum Teufel wollt ihr? Nichts. Außer den da töten. Okay, das war ein bisschen schwerer als gewünscht, aber geschafft ist geschafft. So, da ist wieder einer von den Verrückten. Jetzt müssen wir nur noch schnell da hochkommen, dann haben wir die Aufgabe geschafft. Ja, mach etwas Blödes wieder so. Okay. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Und was war da denn jetzt eine sinnvolle Information? Also, erstmal ganz ernsthaft, Mann, da ist so nichts da jetzt, was mir irgendwie weiterhilft, oder? Bild ich mir das ein. Nun gut,
Wurscht, wir finden schon noch ein paar andere Spuren. Und zwar, ich wollte über was reden, und zwar über Assassin's Creed im Allgemeinen. Also ich habe es ja schon öfters gesagt, Mann, ich bin wahnsinniger Assassin's Creed-Fan bei all dem Hass, den die Spielserie immer bekommt dafür, dass sie immer dasselbe ist, Mann. Besonders Revelation hat mir da immer leid getan, weil Revelation eigentlich nach 2 mein bestes, mein liebstes Assassin's Creed ist. Und wenn wir mal de facto reden, das beste Assassin's Creed ist auch mein Lieblings-Assassin's Creed und es ist auch eines meiner Top 20 Lieblingsspiele aller Zeiten, nämlich Assassin's Creed 2. Habe ich 2-3 Mal durchgespielt. Nein, ich will eigentlich Karte. Genau, da hin will ich. 2-3 Mal habe ich durchgespielt und auch war einer meiner ersten Platin-Trophäen. Assassin's Creed 2, weiß ich noch. Da musste man diese blöden Vogelfedern sammeln. Ich hatte dann so. Es war eines der ersten Mal, wo ich dann in Komplettlösung geschaut habe, weil da hatte ich dann irgendwie so 90 Federn oder so. Das war halt die Zeit, bevor man alles in der Lösung nachschaut. Und dann du einfach so bei den letzten 10, da ging es einfach nicht mehr. Alter, ich will doch da noch hoch. Alter, er ist runtergefallen und gestorben. Krasser Typ. Er ist einfach so von sich aus runtergesprungen und ist gestorben. Ist ein cooler Typ, Mann. So, verstecken wir uns trotzdem, bevor die Leute hier noch weiter eskalieren, Mann. Alter, er hüpft einfach so in seinen Tod. Niemand tut ihm was, Mann. Er geht einfach weg. Und ich muss halt immer wieder sagen, Assassin's Creed 2 war, habe ich ja schon mal erzählt, mein erstes Assassin's Creed. Das ist ja geiler Punkt. Komme ich da überhaupt hin, um den zu töten? Und es war mein zweites PS3-Spiel, was ich gespielt habe. Ich sage immer wieder gerne, meine ersten PS3-Spiele, als ich meine PS3 bekommen habe, zu Weihnachten, weiß ich noch, das waren GTA 4, Assassin's Creed 2 und Uncharted 2. Uncharted 2 war das erste, was ich gespielt habe. Und danach kam Assassin's Creed, Mann, und ich fand es bombastisch. Mein erstes PS4-Spiel, Assassin's Creed 4. Also ich habe schon so eine kleine persönliche Bindung zu Assassin's Creed, weil es immer eine Spieleserie war, die ja mich so über meinen Gaming-Weg begleitet hat. Und bis Unity habe ich wirklich jedes Spiel der Serie immer respektiert und auf seine Art fand ich es immer gut. Also selbst 4, was ja manche nicht mögen, fand ich großartig. 3, was viele super fanden, fand ich nicht ganz so geil, aber fand ich auch, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich hatte einfach mit jedem Assassin's Creed, mit Ausnahme von Unity, ich sag's halt immer so gerne, es gibt in jeder guten Spieleserie, gibt's immer ein schwarzes Schaf. In Tales Spielen zum Beispiel ist es zum Beispiel ganz klar Tales of Berseria. Berseria ist das Beste, Mann. Berseria ist das Beste überhaupt, Mann. Ich meine, Zestarium meine ich natürlich. Bam. Und sind mir das ein paar zu viele. Und Assassin's Creed 2, wie gesagt, war damals mein erstes Assassin's Creed, Mann, und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen, Mann. Es war einfach was Neues, Mann. Für den Max, der davor halt, ja, bevor ich meine PS3 hatte, da hatte ich ja nur noch meine PSP, weil meine PS2 ist irgendwann mal kaputt gegangen. Hatte ich zwei PS2. Eine habe ich kaputt gemacht, eine ist einfach irgendwann mal kaputt gegangen. Und da hatte ich dann halt das erste Mal Assassin's Creed und das war halt sowas komplett anderes, als das konnte ich mir gar nicht vorstellen, Mann. Alter, eine Open World und ich meine, GTA kannte ich natürlich auch, aber in der du halt nicht einfach so dich so einfach straightforward bewegen kannst, sondern in dem du auf Dächer klettern kannst, in dem du Leute ausschalten kannst, stealthy. Alter, Leute, Mann, das ist ja, das war, also ich weiß nicht, das hat mich einfach damals einfach zielisch, moralisch einfach umgehauen, Mann. Das hat mich einfach, sehr physisch und psychisch hat es mich umgehauen, Mann, weil das einfach sowas Neues war, was man sich echt nicht vorstellen könnte. Und ich meine, klar, inzwischen ist man ein bisschen abgestumpft, wenn es um neue Sachen geht, Mann. Inzwischen hat man ja alles schon mal gesehen, aber nichtsdestotrotz, ich sehe immer noch den Charme von einem Assassin's Creed hier, Mann. Überlegt euch das mal, ein Spiel, wo wir eine Open World haben, aber im Gegensatz zu sowas wie GTA uns halt wirklich komplett frei auch auf Dächern, auf Häusern bewegen können und es im Endeffekt keine Grenzen gesetzt sind. Das ist echt immer noch was Einzigartiges, Mann. Und klar, inzwischen gibt es halt eine Million Spiele, BZ, Dying Light, Mann, die auch sowas. Oh nein, das ist mein Tod. Oh, schön angehängelt.
Aber trotzdem, Mann, ich sehe immer noch den Reiz, Mann, und was hab ich denn getan? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Haha, schlechten Stein geschmissen. Ich hab doch gar nicht, ernsthaft nichts getan, oder? Was hab ich denn gemacht? Ist doch irgendwo Heuhaufen. Alter, ihr seid so Cheater, Mann. Es sind so Cheater, Mann, diese Verfolger, Mann. Weil sie sehen mich gar nicht. Sie sehen mich gar nicht. Mich sieht niemand gerade. Steig an, wo sind die? Wo sind die? Tajan, mit dem Abstand, Mann. Die wollen mir sagen, dass sie mich gesehen haben. Naja, auf was ich eigentlich hinaus wollte, man sieht halt immer noch, auch heutzutage, wenn ich fast der Reiz von Assassin's Creed ist. Und wie gesagt, auch wenn es 1000 Spiele inzwischen gibt, die das ähnlich machen, vielleicht sogar besser gemacht haben, Mann. Assassin's Creed ist einfach so, das, was es als erster gescheit gemacht hat. Und um es auf den Tisch zu sagen, es hat gezeigt, Assassin's Creed hat den Spielen gezeigt, wie es laufen. Und ich sage auch immer, wenn ich so über die einflussreichsten Spiele denke, es geht nicht darum um die besten, es geht wirklich nur um die einflussreichsten. Dann ist Assassin's Creed definitiv eins der höchstgesetzten, weil Assassin's Creed einfach inzwischen so viele Leute versuchen, Assassin's Creed zu sein. Also, wenn ich so die letzten 10 Jahre sage, ich Modern Warfare 1 und Assassin's Creed und Halo, aber Halo war noch eine Zeit davor. Das waren so die einflussreichen Spiele, weil. Schau ich mal an, wie viele Spiele heute Assassin's Creed sein wollen. Und es aber teilweise halt nicht annähernd so gut hinbekommen. Also, es ist immer. Man darf Assassin's Creed auch einfach nicht als unterschätzen, man, als großes Ganzes, man. Weil es halt doch einfach so viel gemacht hat, was nun heutzutage immer noch Spiele machen. Versuchen. So, hier haben wir übrigens das Meer. Wollen wir da rein öffnen? Ach, das ist beim letzten Mal sehr gut ausgegangen. So, die schöne Aussicht nochmal genossen. Und an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Assassin's Creed. Und wir werden dann schauen, wen oder was wir als nächstes meucheln können. Doch davor einen kleinen Cut und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao.